Hi, wenn dein Tag ohne solch unangenehme Überraschungen wie bei diesem Mann verläuft, dann hattest du einen guten Tag. Wenn du dir unser Video bis zum Ende anschaust, wird dein Leben in neuen Farben erstrahlen. Los geht's! Dieses Huhn weiß definitiv, wie man vor seiner Geliebten nicht das Gesicht verliert, selbst wenn man dafür eigene Federn riskieren muss. Dieser Opa hat das bestimmt nicht aus Bosheit oder Dummheit getan. Er wollte einfach nur, dass seine Nachkommen in seine Fußstapfen treten. Der Nachteil, wenn man in einem Einfamilienhaus wohnt. Einige Kurierdienste werden die Lieferung bis zu Super Express upgraden. Wenn man nach einer wilden Party versucht, leise nach Hause zu kommen und nicht erwischt zu werden. Die Rubrik Spinner und die Handbremse wird wahrscheinlich erst dann enden, wenn die ganze Menschheit auf selbstfahrende Autos umsteigt. Obwohl man das Gefühl hat, dass einige Fahrer auch in diesem Fall eine Möglichkeit finden werden, um uns zu überraschen. Das Wichtigste im Leben ist es, einen Bruder wie diese Katze zu treffen. Der Rest kommt von selbst. Auf der Flasche dieses Typen steht bestimmt: Vor dem Trinken bitte schütteln, aber nicht du, Bruder. Jemand in diesem Lager scheint vergessen zu haben, dass Flaschen im Kühlschrank gelagert werden sollten und nicht auf ihm drauf. Interessant, ob er einfach in der Küche sitzen wird, wenn sein Haus anfängt zu brennen. Als ihre Freunde ihr empfohlen haben, schlechte Angewohnheiten zu bekämpfen, meinten sie bestimmt etwas anderes. Jeder Mensch reagiert unterschiedlich schnell auf unvorgesehene Ereignisse. Das sieht aber eindeutig nach einem Rekord aus. Wenn man in einem Baumarkt arbeitet, kann man immer recht unerwartet mit Renovierungsarbeiten konfrontiert werden. Manche Männer haben ein unumstößliches Gesetz. Man hat nur einen Versuch, um seine Sachen ins Auto zu bringen. Wie du das schaffst, ist dein Problem. Die Mitarbeiter dieses Waffengeschäfts haben schon eine Menge Gangster in ihrem Leben gesehen. Auf den Besuch eines Ninjas waren sie aber überhaupt nicht vorbereitet. Everybody was
Wir alle haben schon mal beim Einschlafen das Handy auf unser Gesicht fallen lassen. Diese Frau ist noch weitergegangen. Ihr Handy ist zu einer echten Waffe geworden. Bei Sternschnuppen in Filmen wünscht man sich immer etwas. In Russland reagiert man dagegen nicht einmal auf Meteorite. Manchmal kann man selbst bei einer langweiligen Arbeit einen großen Adrenalinschub bekommen. Dieser Mann schafft wahrscheinlich auch einen perfekten Dreifach-Toe-Loop, ohne sich dabei groß anzustrengen. Oh Gott, hoffentlich haben das meine Kumpels nicht gesehen. Sieht so aus, als würde es in der Höhle dieses Burschen heute einen 5-Sterne-Service geben. Du verstehst wirklich gar nichts. Das ist Parkour. Aus diesem Grund sollte man den Pool am besten abdecken, wenn man seinen Hund zu Hause allein lässt. Wobei das nicht nur auf Hunde zutrifft. Wenn man die eigene Arbeit wirklich liebt, wer würde solch einen Job aber nicht lieben? Merk dir eins, kauf dir niemals einen Glastisch, es sei denn, du willst Thanos auch zum Opfer fallen. Mein Blick. Mir das noch ablegt. Es heißt, dass ein zerbrochener Spiegel Unglück bringt. Wenn es aber eine Katze tut, ist genau das Gegenteil der Fall. Warum bleibt diese Frau sonst so ruhig? What are you doing? I've already done that. Job, it's gonna get soaking wet. Oh, shit. Look at what you did. There's even still hair stuck in it. Okay, what you did? Wollte er eigentlich das Auto abschleppen oder doch den Besitzer? So ungefähr fühlen sich Menschen, die überall nach ihrem Handy suchen, das sie in der Hand haben. Hallo? What the... Einem kleinen Michael Jordan kann man wirklich alles verzeihen. Du wirst sicher darüber lachen, wie kreativ diese beiden Mädels ihr Auto geparkt haben. Aber nur so lange, bis du den Fahrstil ihres Nachbarn siehst.
Jetzt wird's gefährlich. Wer hätte gedacht, dass Mary Poppins in Wirklichkeit ein Mann ist? What? 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 Und auch noch Skateboard fährt. Wenn man gerade ein neues Auto gekauft hat und überhaupt nicht damit prahlen möchte. Diese Frau ging in den Garten, um die Spielzeuge ihres geliebten Hundes aufzusammeln. Eines davon war allerdings kein Spielzeug, sondern eine lange, giftige Schlange. So wie sie läuft, könnte man denken, dass sie mit Argus Filch verwandt ist. Manchmal möchten wir uns alle einfach nur eine Weile hinlegen. Dieser Typ hat offenbar gerade davon geträumt, dass er auf Toilette geht. Deshalb zögerte er nicht lange, schaffte es aber nicht aufzuwachen. Wenn man wirklich zu spät zur Arbeit kommt. Um in einem Lager zu arbeiten, sollte man äußerst vorsichtig sein oder wenigstens eine gute Reaktion haben. Am Ende eines erfolglosen Spiels ihrer Lieblingsmannschaft sind selbst die treuesten Fans oft verzweifelt und glauben nicht mehr an den Sieg. Doch nicht dieser Kerl. Zu diesem Zeitpunkt blieben bis zum Ende des Spiels noch 13 Sekunden. Und dann... Selbst wenn man sich überhaupt nicht für American Football interessiert, ist es unmöglich, sich von diesem Jubel nicht anstecken zu lassen. Kein Wunder, dass die Kansas City Chiefs diesen treuen Fan belohnt haben, nachdem dieses Video im Internet auftauchte. Es würde uns nicht wundern, wenn dieser Vogel auch noch auf dem Anrufbeantworter der Hausbesitzer empörte Nachrichten hinterlassen würde. Hey, wann habt ihr das letzte Mal an das Vogelhaus gedacht? Das war's für heute. Wenn du gelacht hast, dann ist unsere Arbeit für heute getan. Gib uns ein Like und bis bald.